Im jetzigen Video schauen wir uns eine weitere Folge von Insolito an. Wir haben tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr drauf reagiert. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Folge sogar mit originalen Videoaufnahmen. Ihr wisst, ich feiere das, ihr feiert das auch. Das Video trägt den Titel, er filmte sich dabei, wie er plant, seine Familie umzubringen. Das Ganze ist vom Titel schon sehr, sehr interessant. Was es aber noch interessanter macht, er hat nicht nur die Familie umgebracht, sondern das Ganze auch noch dokumentiert. Dokumentiert. Dokumentiert ist richtig, oder? Dokumentiert? Oh. Alles Weitere werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr von Anfang bis Ende dran bleibt. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Ja, es gibt originale Aufnahmen, Digga. Ich habe darauf gewartet, ich habe gehofft. Bruder, diese originalen Aufnahmen, ne, machen das Ganze von hier von der Spannung auf hier hin. So, also die Spannung ist dann übertrieben krass. Und das ist einfach der Mörder. Der hat sich selber gefilmt. Well, it's about 2 weeks before the end. This is gonna be my last video. Probably before, till after that. That's terrible. Auf Außenstehende wirkt Peter Keller wahrscheinlich wie ein ganz normaler Mann. Digga, ganz bestimmt nicht. Als ich den Titel gelesen habe, ich wusste direkt, das ist gar kein normaler Typ. Er ist seit 21 Jahren verheiratet und Vater einer Tochter. Zu dritt lebt die Familie Keller in einem kleinen Haus im US-Bundesstaat Washington. Allenfalls Peter Kellers Hobby könnte uns in unseren Breitengraden etwas ungewöhnlich vorkommen. Denn er ist leidenschaftlicher Prepper und interessiert sich für allerlei Survival-Skills. In seiner Freizeit zieht er durch die Wälder der Cascade Mountains und baut dort einen kleinen Unterschlupf aus. Seine Familie und Freunde denken wahrscheinlich, das hinge einfach mit seinem Hobby zusammen. Für jemanden wie Peter gehört es vielleicht einfach dazu, sich auf die vermeintlich herannahende Apokalypse vorzubereiten. Aber während seiner Outdoor-Streifzüge plant Peter Keller noch etwas ganz anderes als das Überleben im Katastrophenfall. Etwas viel Schlimmeres, bei dem er uns an seinen abstrusen Gedanken teilhaben lässt, indem er sich selbst dabei dokumentiert. At this point I don't know what's gonna happen. I may get caught right away. Junge, er schreibt oder er sagt, zurzeit weiß ich nicht, was passieren wird. Vielleicht werde ich direkt geschnappt. Also wenn ich geschnappt werde, werde ich mich direkt einfach erschießen. Bruder, der Typ ist krank. Und ich finde das immer so interessant, weil ich glaube, wir haben uns alle schon die Frage gestellt, wenn ein Mörder irgendetwas macht, wenn er jemanden umbringt, wenn er jemanden vergräbt, wenn er was weiß ich was macht, ne? Wie denkt er oder was denkt er? Und jetzt haben wir einfach die Antwort, indem wir einfach die originalen Aufnahmen sehen, wie er auch in die Kamera spricht und seine Gedanken mit uns teilt. Das ist krank. Also das wird wirklich eine sehr, sehr geile Folge. Ich spüre es in meinem A. Basically, if I get caught, I'm just gonna shoot myself. So, I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks, I don't know. It's all up to chance at this point. Das Problem ist, ich weiß, dass ihr mich jetzt schon dafür hassen werdet. Ich werde einfach die Kamera nach oben machen. Ich mache die Kamera am besten hier und dann könnt ihr direkt mitlesen. So, I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks, I don't know. It's all up to chance at this point. So, I don't think anyone knows where I'm at. Krank, weil er einfach krank. Peter Keller ist 41 Jahre alt. Er und seine Frau Lynette sind mit Anfang 20 Eltern geworden. Die gemeinsame Tochter Kailin ist 18 Jahre alt. Peter Keller arbeitet in einem Fachgeschäft, das sich um die Reparatur und Überholung von Computern kümmert. Zu dritt lebt die Familie in einem kleinen Einfamilienhaus in North Bend. Die Stadt im King County liegt am Rande der Metropole Seattle. Ist ja auch schon relativ versteckt, so, ne, wo er lebt. Also ich finde an sich solche Häuser sind immer voll entspannt, weil du deine Ruhe hast, du hast nicht wirklich Nachbarn, aber es ist auch übertrieben gruselig. Also ich glaube, ich würde immer dann nach Hause kommen, wenn es noch hell ist und dann losfahren, wenn es auch hell ist. So in der Dunkelheit würde ich gar nicht erst aufbrechen. Dort ist Peter auch aufgewachsen. Nach allem, was man weiß, hat er seine Heimat nie wirklich verlassen. Bekannte beschreiben Peter als unauffällig und introvertiert, aber auch freundlich. Einfach als einen ganz normalen Familienvater. Und das ist ja auch das Gefährliche, du weißt einfach nicht, wer vor dir steht. Lynette betreibt in ihrer Freizeit einen YouTube-Channel. Sie macht Videos über Alltägliches, zeigt ihre Einkäufe und spricht über ihr Hobby. Sie liebt alles, was mit Basteln zu tun hat und hat sich dafür im Haus der Familie ein eigenes Zimmer eingerichtet. Digga, die eine hat ein Bastelzimmer, der andere hat einen Bunker. Junge, was hat das Kind? Hat das Kind auch irgendwie so ein bestimmtes Zimmer? Sie hat auch immer wieder ein paar Aufträge als freischaffende Künstlerin. Hi everyone, happy Valentine's Day. I hope you're gonna have a great day today. So this is what my honey got for me. I'm gonna turn my webcam.
Look at those flowers. Oh my gosh. I just love these flowers. Ich hol mir kurz Wasser, Digga. Mein Mund ist trocken wie eine Wüste. Oder wie der Bunker von diesem Typen. So he got me a bunch because he says he knows I'm gonna want to split them up and put some in my scrapbooking room and leave some out here. So I'm so excited. Tochter Kailin hat ihren Highschool-Abschluss in der Tasche und besucht ein College. Sie liebt es zu backen und mit ihrem Hund Dino draußen unterwegs zu sein. Sie interessiert sich auch sehr für Computerspiele und Videografie. Eigentlich erscheint das Leben der Familie Keller also sehr unspektakulär. Allerdings häufen sich in Peter... Bruder, der Nachname passt irgendwie zu ihm, ne? Familie Keller, Peter Keller. Er hat einen Bunker gehabt, unter der Erde. Also eigentlich vom Ding her passt das. Umfeld auch Stimmen, die sagen, der 41-Jährige sei in den letzten Jahren ein wenig abgedriftet. Er habe sich vornehmlich seinem Hobby, dem Prepper- und Survival-Dasein, zugewendet. Seine ohnehin schon wenigen Sozialkontakte hätten sich dadurch noch weiter verringert. Das mag zwar besorgniserregend klingen, was Peter aber genau plant, ahnt niemand. Erst im Frühling 2012 wird klar, womit genau er eigentlich seine Freizeit verbringt. Denn er filmt seine Schritte akribisch. Er erstellt kleine Vlogs, die sein Vorhaben dokumentieren. Peter Keller hat einen tödlichen Entschluss gefasst. So far, I'm come to terms with it. I'm doing okay. It's starting to accept it. It doesn't really freak me out anymore like it did sometimes. Digga, ich finde das gerade so krank, ne? Das ist einfach ein Mörder. Ich weiß nicht, wie viele Leute er jetzt gerade umgebracht hat, ob er die ganze Familie umgebracht hat, aber wie er einfach zur Kamera spricht und einfach seine Gedanken mit uns teilt auf denen, weißt du? Das ist krank. Ich schwöre auf alles, das geht gerade nicht in meinen Kopf. Das Feuer. Am 22. April 2012, einem Sonntagmorgen, geht ein Notruf ein. Nachbarn der Familie Keller alarmieren die Feuerwehr. Das Haus der dreiköpfigen Familie brennt. Die Löschfahrzeuge rücken zwar schnell aus, aber leider kommt für zwei Bewohnerinnen des Hauses jede Hilfe zu spät. A while ago, I used to sit here and think, you know, this whole thing is just crazy. At times, and then I think about it and... Was ich mich nur frage gerade, ne? Er spricht da so mäßig in die Kamera. Für wen ist das Ganze? Also für was hat er das Ganze aufgenommen? Jetzt im Nachhinein, dass das Ganze populär wird und er das so mäßig ausstrahlen kann oder wofür? Ich check das nicht ganz, aber es ist trotzdem auf jeden Fall krank. It would make sense and it's like, okay, this is what I gotta do. But, you know, now, I guess with time, I just think that way all the time. Im verrauchten Inneren des kleinen Hauses findet die Feuerwehr zwei Leichen. Lynette Keller und ihre Tochter Kailin sind tot. Allerdings sind sie nicht in den Flammen ums Leben gekommen. Bevor das Feuer ausgebrochen ist, wurden Mutter und Tochter erschossen. Beide liegen in ihren jeweiligen Schlafzimmern und haben Schusswunden an ihren Köpfen. Auch der Hund und die Katze der Familie wurden erschossen. Der Täter scheint danach die Haustür blockiert zu haben. Die Couch und mehrere weitere Möbel stehen davor, um der Feuerwehr den Zugang zu blockieren. Es sieht also ganz nach Mord durch Schusswaffengebrauch und Brandstiftung aus. Vom Familienvater Peter Keller fehlt jede Spur. Mit ihm sind auch einige auf ihn zugelassene Waffen aus seiner Sammlung verschwunden. Auch wenn für Lynette und Kailin jede Rettung zu spät kommt, kann die Feuerwehr zumindest das Haus retten. Ja, Bruder, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das Ding ist, was ich mich nur frage, warum hat er das gemacht? Weil, so, ich verstehe das nicht. Das ist seine Frau gewesen, sein Kind gewesen. Warum hat er aus dem Nichts die Familie umgebracht? Plus, er hat das Ganze aufgezeichnet. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, habe ich noch nicht wirklich verstehen können. Das war so ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Also, er hat irgendwie irgendwas erzählt, aber irgendwie auch nicht. So, checkt ihr, wie ich meine? Ich habe nicht ganz verstanden, was er damit sagen wollte. Es war ein bisschen verschlüsselt, aber ich verstehe halt nicht, warum er die umgebracht hat. Und so offenbart sich im Haus ein Hinweis auf die Brandursache. Denn die Feuerwehr findet auf dem gesamten Wohnraum verteilt mehrere Gasflaschen. Der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung ist damit bestätigt. Und wer auch immer das Feuer gelegt hat, wollte sicherstellen, dass das gesamte Haus der Kellers von den Flammen zerstört wird. Bevor das Haus tiefergehend durchsucht werden kann, sind Vorsichtsmaßnahmen nötig.
Zunächst müssen Bombenspezialisten anrücken, denn bei der Erstbegehung fällt ein verdächtiger Gegenstand auf. Wenige Stunden nach der Löschung des Feuers wird noch auf dem Grundstück der Kellers eine kontrollierte Sprengung durchgeführt. Um was für einen Gegenstand es sich genau handelte, ist unklar. Im Inneren des Hauses finden die Ermittler einen Safe. Sie können ihn knacken und finden darin keine Wertgegenstände, sondern Festplatten. Auf diesen Festplatten sind Fotos gespeichert. Unzählige Fotos, die eine kleine Baustelle im Wald zu zeigen scheinen. Dabei liegen auch selbstgezeichnete Baupläne und Anleitungen. Die Polizei zählt 1 und 1 zusammen. Vom Familienvater Peter Keller fehlt jede Spur. Seine Frau und seine Tochter wurden erschossen aufgefunden. Ganz offensichtlich wurde das Feuer in seinem Haus bewusst gelegt. Im Safe der Familie liegen Fotos und Baupläne. Ich habe das Gefühl, er wollte sich dann zurückziehen. Also er wollte die erstmal umbringen. Und danach wollte er das Haus anzünden, damit die ganzen Beweise so mäßig verschwinden. Und danach wollte er halt sich zurückziehen in seinen Bunker. Das Ding ist, ich glaube, er hat halt nicht daran gedacht, diese Festplatte mitzunehmen. Er hat einfach seinen Personalausweis so mäßig dagelassen. So auf ganz behindert. Ein Einbrecher bricht ein und lässt seine Daten da. Das hat er gemacht. Ich glaube, er hat die einfach so im ganzen Stress vergessen. Der sonst so still wirkende 41-Jährige muss einen Plan gehabt haben. Einen Plan, um seine Familie auszulöschen. I'm getting to the point where just trying to live and pay bills and live as a civilian and go to work. It just freaks me out. Also man merkt auf jeden Fall, der ist mit irgendwas unzufrieden. Aber das Problem ist, auch wenn er jetzt unzufrieden ist mit seiner Lebensweise, Rechnungen zu bezahlen und was weiß ich was am Ende des Tages jeder Mensch von uns tut, warum hat er dann seine Familie umgebracht? Oder seine Frau, seine Tochter? So, er hätte auch theoretisch mit denen reden können, wenn ihn irgendetwas bedrückt. Versteht ihr, wie ich meine? More comfortable for me to think about living out here, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. Krank. I do have my escape, and that's death. I can always shoot myself. And I'm okay with that, so. Als die Polizei beginnt, sich im Umfeld der Familie Keller umzuhören, stoßen die Ermittler schon bald auf eine spannende Information. Denn ein Kollege von Peter erzählt von einer merkwürdigen Äußerung, die der Familienvater kürzlich gemacht haben soll. Peter habe erzählt, er habe bei seiner Bank 6.200 US-Dollar Bargeld abgehoben. Er habe sich auch ein paar Tage freigenommen und angedeutet, er käme bald vielleicht gar nicht mehr zur Arbeit. Die Kollegen wissen auch von seinem Hobby, dem Prepping. In Polizeidokumenten heißt es später über die Aussagen der Arbeitskollegen, sie sagten, dass er eine Faszination für Züge und Waffen gehabt habe, dass er eine Survival-Mentalität und eine Abneigung gegen Autoritäten gehabt habe. Sie sagten, er würde wahrscheinlich kämpfen, wenn er von der Polizei konfrontiert würde. Sie sagten, dass er die meiste Zeit seiner Freizeit in den Wäldern verbrachte. Das Ding ist, wisst ihr, was ich an der ganzen Sache so interessant finde? Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt in einem Wald spazieren und auf einmal seht ihr halt irgend so einen Typen, der dann da einfach hockt, an irgendetwas baut und du denkst, das ist ein ganz normaler Typ, der einfach, keine Ahnung, ein Baumhaus bauen will, irgendein kleines Häuschen bauen will. Du denkst ja gar nicht daran, dass es irgendein Psychopath ist, aber jetzt hat sich herausgestellt, er hat seine Tochter, seine Frau erschossen, dann anschließend das Haus verbrannt, um die ganzen Beweise zu löschen. Und jetzt verkriecht er sich in seiner Hütte oder in seinem Bunker und will sich dann selber erschießen, wenn die Polizei kommt. Und das alles hat man halt davor nicht gewusst. Man dachte sich, ein ganz normaler Typ, er ist nett, hat die Nachbarschaft selber auch so bestätigt. Ganz normaler Typ. Und dann kommt sowas bei raus. Und das meine ich, Digga, du weißt halt echt nie, wer vor dir steht, ne? Das ist derbe krank. Kailins Freund erzählt den Ermittlern, Peter Keller habe ihm seine große Waffensammlung gezeigt. Er sagt auch, Kailin habe ihm erzählt, dass ihr Vater an den Wochenenden lange Wanderungen unternehmen und in einem Fort im Wald Vorräte anlegen würde. Diese Zeugenaussage nährt den Verdacht nur noch mehr, dass sie Peter Keller unbedingt so schnell wie möglich finden muss. Die Polizei gibt eine Fahndung auf. Zunächst wird Peter nur als Zeuge gesucht. Doch wahrscheinlich weiß die Polizei schon zu diesem Zeitpunkt, dass es Peter Keller ist, der für den Tod von Kailin und Lynette verantwortlich ist. I don't think anyone knows where I'm at, but if they put it together,
who knows, at this point I have to take that chance. So it's just going to be a point of, you know, go as far as I can. Überleg mal, er sagt damit einfach aus, wenn die Polizei kommt, wird er auch die erschießen. Er wird so lange machen, bis er halt irgendwie drauf geht. Also er ist gerade für alles bereit. Und er sieht halt nicht mal so aus, du siehst ganz normal aus wie so ein Banker oder so. Hat er einfach einen Bunker im Wald und will irgendwelche Polizisten erschießen, wenn die kommen. Krank. Die Suche nach Peter Keller dauert knapp eine Woche. Die umliegenden Wälder am Rande Seattles werden akribisch abgesucht und mit den Fotos aus dem Haus der Kellers abgeglichen. Auf einem Bild ist im Hintergrund eine Gegend namens Rattlesnake Ridge zu sehen. Und genau dort wird die Polizei dann fündig. Sie stößt zuerst auf einen Pickup-Truck, der auf Peter Keller zugelassen ist. Vom Auto aus führen Fußspuren tiefer in den Wald. Die Polizei entscheidet sich dazu, extrem vorsichtig vorzugehen. Peter Keller wird als sehr gefährlich und gewaltbereit eingeschätzt. Deshalb tarnen sich zwei Polizisten als Wanderer. Für Außenstehende sind sie nicht von anderen Spaziergängern zu unterscheiden. Sie folgen den Spuren durch das Waldgebiet, ehe sie an einer Erhöhung ankommen. Die Polizei ist aber auch schlau, ich bin ehrlich. Also die meisten hätten wahrscheinlich gar nicht daran gedacht, sich zivil zu verkleiden, um halt das Ganze nicht so auffällig zu machen. Aber die haben es gemacht. Also einfach als Spaziergänger sind da lang und haben einfach eine Waffe dabei, so als Polizei. Geil. One investigator called it something out of a survivalist handbook. An underground fortified bunker, totally camouflaged in a heavily wooded area on a mountainside in the middle of nowhere. Schon zuvor fällt den beiden verdeckten Ermittlern ein beißender Geruch auf. Es riecht nach frisch verbranntem Holz. Und die Fußspuren und der Brandholzgeruch führen die Einsatzkräfte zu einem Bunker mitten im Wald. Er ist größer, als man vielleicht vermuten würde. Der Raum wurde etwa 6 Meter tief in einen Hügel hineingegraben und erstreckt sich über 3 Etagen. Die Polizei ist sich sicher, hier versteckt sich Peter Keller. Der Geruch des Brennholzes kommt eindeutig aus dem Bunkerinneren. Der ist aber schon krank, ne? Wenn man überlegt, Digga, ist einfach 6 Meter tief. Keine Ahnung, wie viel Quadratmeter groß. Aber er ist halt theoretisch einfach unter der Erde. Wenn er das Ding zumacht, wird ihn kein Mensch sehen. Weißt du, ich meine, er hat seine Ruhe, keiner kann ihn hören. Er könnte theoretisch alles da drin machen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Heftig. Der Raum scheint also so akribisch ausgebaut zu sein, dass er auch über ein Entlüftungssystem verfügt. Darüber hinaus gibt es in dem Gebilde Strom- und Wasserversorgung. Ein Einsatzleiter merkt später an, es habe sich nicht um ein Erdloch, sondern um eine ausgefeilte Struktur gehandelt, die Peter Keller aufgebaut hat. Die Polizei bittet die Medien von Radiobeiträgen zur Suche nach Keller abzusehen. Zu groß ist das Risiko, dass der 41-Jährige über einen Radioempfang verfügen und jeden Schritt der Ermittler mitbekommen könnte. Ein SWAT-Team umstellt den Bunker und wartet. 22 Stunden lang. In der Hoffnung, Keller würde sich blicken lassen oder sonst irgendwie mit den Ermittlern kooperieren. Helikopter kreisen über dem Hügel, um die Mitglieder der Einheit zu schützen. Aber es passiert nichts. Nachts sieht man durch kleine Schächte Licht im Inneren des Bunkers flackern, als würde es immer wieder aus- und eingeschaltet werden. Ansonsten bleibt alles ruhig. Boah, Digga, ich will gar nicht wissen, wie die Polizei angespannt war, ne? Also ich bin ehrlich, allein schon vom Zuhören und vom Vorstellen ist man schon so angespannt, aber ich frage mich, wie das ist, wenn du live vor Ort bist und ich weiß, ob der Typ jetzt rauskommt, ob er sich selber erschießt, dann flackert Licht, du weißt gar nicht, was da abgeht. Die Einheit entscheidet sich, den Druck auf Peter Keller zu erhöhen. Sie pumpen durch eine kleine Öffnung in einem der Schächte Tränengas in das Innere des Schutzraums. Sie sind sich aber nicht sicher, ob das Tränengas sich überhaupt genug im Bunker ausbreiten kann, um eine Wirkung zu erzielen. Von drinnen sind Geräusche zu hören. Doch Peter Keller kommt nicht heraus. Nach beinahe einem vollen Tag entscheiden die Ermittler sich deshalb zu einer drastischen Maßnahme. Sie sprengen den Bunker von oben auf. Aber die Polizei kann Peter Keller dort nicht mehr festnehmen. Im Inneren des Bunkers finden die Ermittler einen männlichen Leichnam. Es ist der 41-jährige Familienvater. Ganz offenbar hat er sich selbst erschossen. Genauso wie er es zuvor in einem seiner Vlogs angekündigt hatte. Die Untersuchungen im Schutzraum gehen nur langsam voran. Man hatte Angst, dass Peter Keller den Einsatzkräften Fallen gestellt hat. Deswegen müssen Spezialermittler sicherstellen, dass Keller keine Sprengsätze oder dergleichen im tiefen Inneren des Bunkers platziert hat. Das Ausmaß von Peter Kellers Vorbereitungen verblüfft selbst erfahrene Ermittler. Im Bunker befinden sich zwar keine Sprengsätze, aber allerlei Vorräte.
Offenbar hatte Peter Keller geplant, hier eine ganze Weile auszuharren. Neben 45 Pfund Bohnen und weiteren Nahrungsmitteln befinden sich in dem Schutzraum auch Propangas, Hygieneartikel, ein großer Munitionsvorrat und ein ganzes Arsenal an Schusswaffen. Digga, Junge, überleg mal. Junge, guckt euch das mal an. Der Typ ist doch krank. Der hat einfach alles da drin gehabt, ne? Also sei es Essen, sei es Waffen, sei es irgendwelche Hygienemittel. Er hat alles dabei gehabt. Das heißt, er hat sich ja wirklich vorgestellt, länger drin zu bleiben. Darüber hinaus liegen im Bunker mehrere 10.000 US-Dollar Bargeld. Doing pretty good. Really got a lot of stuff up. I mean, basically, I can last months up here without ever leaving. We got propane, gasoline, food, soap, all supplies. So, really set right now. Heute geht man davon aus, dass Peter Keller den Bunker über eine Dauer von etwa 8 Jahren ausbaute. Darauf lassen Fotos auf den Festplatten aus dem Haus der Kellers schließen, die das Frühstadium des Bunkers zeigen und auf 2004 datiert sind. Es gibt mehrere schachtartige Zugänge. Das kleine Gebäude wird durch Zement getragen. Ob Peter Keller die ganze Zeit über plante, seine Familie auszulöschen und danach in dem Bunker zu leben, weiß man heute nicht. Ey, es gibt so kranke Menschen, wenn man überlegt, ne? Digga, der hat mitten im Wald einfach einen Bunker und baut da dran, abends allein in dem Wald. Also wie krank kann man sein? Ich schwöre auf alles. Viele würden jetzt sagen, ja, er ist ja abenteuerlustig oder survivalfreundlich und was weiß ich was. Aber Bruder, das ist alles für mich nicht mehr im Rahmen, weil das ist für mich alles nur noch krank. Ich bin ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich nachts in einem Wald bin, Digga, und da irgendwelche Sachen baue, ohne zu wissen, was links und rechts neben mir ist. Trotz seiner detaillierten Schilderung auf den Videos sind seine Beweggründe ein großes Rätsel. Das genaue Motiv von Peter Keller ist nach wie vor unklar. Vor dem Mord an seiner Frau und seiner Tochter sowie der anschließenden Brandstiftung ist er nie straffällig geworden. I don't really feel bad about it. It's just the way it is. You know. Ich fühle mich nicht wirklich schlecht, deswegen. Es ist halt wie es ist. Wisst ihr, bestimmte Dinge passieren, weil sie passieren müssen. Jetzt die Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt: Was war denn wirklich der Grund dafür, dass er seine Familie umgebracht hat? Hat er der Stress mit seiner Frau? Lief irgendwas nicht schlecht? Lief irgendwas nicht gut? Man weiß es am Ende des Tages nicht, aber das ist ja auch kein Grund dafür, seine Familie umzubringen. Ich würde niemals eine Sekunde drüber nachdenken, meine eigene Familie umzubringen. Das ist doch krank. Deswegen, mich hätte es echt interessiert, wenn er vielleicht noch in den Videos erzählt hätte, warum das Ganze ist. Weil wenn er schon so mäßig für sich spricht und das speichert auf Festplatten, dann kann er auch wenigstens ein bisschen detaillierter darüber sprechen und nicht so verschlüsselt. Things happen that cause this to happen. So, just kind of accepted it and just rolling with it. Nach dem Tod der Familie Keller wird das Bargeld aus dem Bunker den Hinterbliebenen von Lynette Keller zugesprochen. Ihre Familie gibt bekannt, das Geld zur Gründung einer Stiftung nutzen zu wollen. Im Namen von Tochter Kailin soll die Stiftung als Stipendienfonds der Universität in Redmond agieren. Dort wollte die 18 Jahre alte Kailin eigentlich Videospieldesign studieren. Ein Wunsch, den sie sich nicht mehr erfüllen konnte, weil ihr eigener Vater sie umgebracht hat. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Mal wieder ein gelöster Fall. Digga, das ist doch einfach nur noch krank, Junge. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen echt die Worte. Wenn man überlegt, was alles dazugehört. Er baut nachts einen Bunker, ohne irgendwie ein bisschen flattern zu haben. Bringt seine Familie um, indem er sie erschießt. Zündet dann anschließend das Haus an und er hat dann vor, irgendwie monatelang in dem Bunker zu bleiben, um so mäßig abzutauchen. Er schießt sich dann aber nach mehreren Wochen, nachdem die Polizei ihn sucht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann nur sagen, es gibt wirklich kranke Menschen. Man sollte immer aufpassen. Man weiß nie, wer vor dir steht, was das für eine Person ist, ob der überhaupt im Kopf ganz normal ist. Nur weil er nett ist oder weil er einen guten Eindruck macht, heißt es nicht, dass er normal ist. Das haben wir auf jeden Fall durch Peter Keller oder Peter Bunker gemerkt. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall bei einer nächsten Folge. Die Folge war sehr, sehr interessant. Wirklich sehr, sehr geil, auch mit diesen eingeblendeten Sachen, mit den Originalaufnahmen. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und ich weiß auch, dass ihr das viel, viel mehr fühlt. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf, mehr kann ich dazu nicht sagen.